Sicher Baumgart, den Bayern fehlten gegen Gladbach insgesamt 13 Spieler. Glauben Sie, dass mangelnde Spielpraxis der Rückkehrer ein entscheidender Vorteil für den FC sein könnte? Nein, weil die Bayern keine Spielpraxis fehlt. Ich würde eher sagen, dass sie sogar überspielt sind. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern es hat ja auch was mit ihrem Terminkalender zu tun. Ich glaube, die meisten Spieler, die bei Bayern spielen, haben im Jahr zwischen 60 und 70 Spielen. Und das zeigt eigentlich die enorme Leistung, die Bayern jedes Jahr abruft und auch dann eben den Respekt, den sie dann auch verdienen, weil sie das immer auf höchstem Niveau machen. Ich glaube nicht, dass ihnen Spielpraxis fehlt. Es fehlt vielleicht die eine oder andere Trainingseinheit. Das ändert aber nichts an der Qualität, die diese Mannschaft hat. Aber das ist auch das, worum wir uns nicht kümmern. Ich glaube, es sind fast alle da. Ich glaube, bis auf 2, 3 Verletzte sind alle aus der Quarantäne dann dementsprechend zurück. Also gehen wir davon aus, dass die Bayern schon auf einen sehr, sehr großen und sehr, sehr guten Kader zurückgreifen können. Dankeschön. Dann kommen wir nochmal zum Thema Bayern München. Sie haben jetzt 3-mal als Trainer gegen die Bayern gespielt, 3-mal 2-3 verloren in der Bundesliga. Wie sehr juckt es Sie persönlich, mal was Zählbares gegen die Bayern zu holen? Wie sehr juckt mich das persönlich, ja. Sonst juckt kratz. Entschuldigt. Also erstmal ist es für jeden eine Herausforderung, gegen Bayern zu spielen. Das ist das Erste. Und dass man gegen die Bayern gewinnen will, will ich gegen jeden anderen Gegner auch. Das ist besonders schwer. Also ich glaube, da liegt ja der Reiz drin, weil es einfach die beste Mannschaft ist. Also wir können ja gerne über das reden, was den Bayern im Moment fehlt oder nicht fehlt. Ich sehe da wenig. Wenn wir die ganzen Statistiken sehen, wenn wir sehen, wie sie auftreten, seit Jahren auftreten, deswegen habe ich das auch mit den 60, 70 Spielen gesagt, dann ist das die Mannschaft, die nicht nur den meisten Respekt verdient, sondern einfach die beste Mannschaft ist, die wir haben. Und dass das jeder Trainer erreichen will, gegen diese Mannschaft mal zu gewinnen, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Das ist aber auch die größte Herausforderung und darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch darauf, dass, und deswegen hoffe ich auch, dass so viele wie möglich da sind bei den Bayern, ja, weil man möchte immer gegen die Besten spielen und auf das Spiel freue ich mich einfach, dass ich gegen Bayern gewinnen will, um Gottes Willen. Also ich kenne keinen, habe noch keinen kennengelernt, der das nicht möchte, aber da liegt ja der Reiz drin und ja, wir werden alles dran tun, trotzdem unseren Fußball zu spielen, bei uns zu bleiben, klar zu bleiben. Und trotzdem habe ich ein gutes Gefühl, dass es durchaus gelingen kann. Und zwar nicht, weil ich 3-mal schon 3-2 verloren habe, sondern weil man die Bayern auch kriegen kann. Mit einer sehr, sehr guten Leistung, mit einer exzellenten Leistung. Ich glaube, das ist klar. Aber wie gesagt, mir wird viel zu viel darüber gesprochen, dass wir alle keine Chance haben. Doch, wir haben eine Chance, wir haben eine große Chance, am Samstag zu gewinnen. Unwahrscheinlich kann jeder für sich einrechnen. Ich rechne mir Chancen aus, das Spiel zu gewinnen. Und daran wollen wir alles setzen. Gucken wir mal, was rauskommt.